Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Aragami mit mir und dem Kroko. Aber dem der Kroko Toten. Ist gerade tot. Das dem heißt, ich Kroko. Muss mich jetzt hier irgendwie ein bisschen selber durchwursteln. Beziehungsweise beruhigt haben sie sich alle, beziehungsweise so ein bisschen... War hier oben jetzt noch was? Nee, ne? Wiss ich nicht, ich glaube nicht. Da komme ich gar nicht hoch, okay. Müssen wir jetzt mal ein bisschen... Da liegt eine Schriftrolle. Es tut mir leid, Kroko. Das glaube ich dir nicht. Doch nicht. Habe ich mich verguckt jetzt gerade so doll? Sieht so aus, ich sehe nämlich gar keine. Ich stand doch hier gerade an dem Fenster. Ja, tatest du. War ich der Meinung, dass hier eine Schriftrolle lag. Okay, dann Glück für dich, Kroko. Da hat dich gerade einer gehört. Ja, kann er ja. Ich warte mal hier auf den. Put, 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 komm rein, kleines Hühnchen. Ich glaube, der kommt nicht. Dann komme ich eben zu ihm. Ah ja, wenn der Berg nicht zum Propheten, oder wie war das? So, wo müssen wir denn hin? In die Richtung. Ich kann es nicht sagen. Wir müssen hier in die Richtung. Von da sind wir doch aber gekommen. Hä, ehrlich jetzt? Ja, guck mal, geh mal da durch. Guck mal da rüber. Das ist die Stelle, ach, wo wir nicht rüberkommen. Ach, das ist diese Stelle. Alles, ich gehe jetzt ja nicht alles absuchen, oder? Das weiß ich nicht. Ich warte mal, wir gehen erstmal hier lang. Oh, ist das schön hier. Wäre noch schöner, wenn ich dabei wäre. Ja, so ein Pech. Habe ich hier irgendwo einen Schrein vielleicht? Ich sehe keinen. Nee. Kann auch der das C ja nicht machen. Hä? Jetzt bist du gleich wieder da. Achso. Du liefest gerade. Armeedistrikt. Nach 2 Minuten hast du ein Kapitel durch. Ich bin begeistert. Alle blöd Bedrohungen jetzt, ausgeschaltet. Ne? Schon ein bisschen schade. Du Rang wolltest 10. Die letzte Folge unterbrechen. Okay, komm ich mal jetzt gleich weiter, dass wir vielleicht das nächste noch schaffen. Okay, machen wir weiter. Ich hatte, glaube ich, irgendeine Errungenschaft noch freigeschaltet. Habe ich nicht vorgelesen. Schade. Dum, di, dum, di, dum, dum, dum. Da ist der Kroko wieder. Da bin ich wieder. Ich darf wieder mitspielen. Ruckelt ein wenig. Ja, bei mir auch. Und nicht nur ein wenig. Ich hoffe, das legt sich. Ah. Gut, die Abkürzung hat funktioniert. Fast da. Bald können diese Kaio-Dummköpfe der Welt auf Wiedersehen sagen. Langsam wird sie ein bisschen aggressiv, oder? Nö, die ist ja schon die ganze Zeit so. Müssen wir nach oben oder nach unten? Das weiß ich gerade nicht. Ich habe schon wieder Alarm ausgelöst. Mhm. Achtung, pass auf den Bogenschützen auf. Naja, so viel dazu. Ja, komm. Da ist schon wieder eine auffällige Steinmauer. Was du da? Mich hinporten und wegporten und den töten. Genau. Das war jetzt aber... Das war Können. Okay. Hätt's jetzt anders betitelt, aber ist egal. Ich krieg's gar nicht mit. So. Wer sieht mich denn da? Bogenschütze. Ah. Den kann ich wegmachen. Bogenschütze tot. Schuppi. Okay, den hätten wir.
Ah, ist hier was los, ey. Ja, der findet jetzt eine Leiche, die Schlange ist bestimmt gleich Alarm. Bei dir schon wieder los. Ich wollte eine Leiche wegmachen und der Bogi hat mich dabei gesehen. Na, komm her. Ach, jetzt hat er mich auch erwischt. Da stand noch einer, okay. So, hier oben sind beide weg. Nur bleib doch da, bleib da an der Scheißecke hängen. Versuch's alleine weiter, bitte. Bin Na, an du der bist Ecke lustig. Hängen geblieben. Geh mal da rechts lang. Da hast du jetzt Platz eigentlich. Die sind alle von daher gekommen. Versteck die einfach dahinter, hinterm Stein oder so. Oder da. Da ist... Nee, du bist tot. Da war er nach der Schriftrolle so gierig jetzt, dass er nicht aufgepasst hat. Und sonst ist er mal übervorsichtig, der gute Kroko. Ja, ja. Nee, das habe ich nur gemacht, damit du wieder mitspielen kannst. Nee, ich hast bin ja du da. Nicht. Hör doch auf zu lügen. Ich würde doch niemals lügen. Wieso hast denn du jetzt deinen Kunai für den hier geopfert? Weil ich mich vertippt habe. Ich wollte den eigentlich markieren. Okay. Hast du den Bogenschützen? Ja, ne? Ja. Da ein Eindringling wird gerufen. Ach, ich weiß aber scheiße. Nicht warum. Muss ja auch nämlich jetzt, weil ich jetzt langsam Hunger kriege und da wäre ich unkonzentriert. Kommst du wieder mit Ausreden? Ja, natürlich. Was denn sonst? Wie weit läuft denn der? Kann ich den vielleicht... Mit meiner. Ups, da kommt ja noch einer. Ich wollte doch porten, ich habe mir doch extra Schatten gelegt. Das ist halt immer das, was ich auch meine. Die Steuerung, die ist echt. Schon wieder falsch. Ich drücke die falschen Tasten hier. Ich werde auch unkonzentriert. Du kannst dann echt in so einem Moment nur auf die Tasten rumhämmern. Was anderes kannst du nicht machen. Ich weiß halt nicht, wo es besser ist, wo man langkommt. Weil wenn du den jetzt umbringst, sehen dich die anderen. Ich mach das mal mit Kunai. So, gesehen hat mich jetzt hier gerade keiner. Also hier oben müssen wir rein. Ja, nur... So, nee, ich will bloß wissen, wo wir denn hin müssen. Geil. Der hat irgendwo eine Leiche gesehen, oder? Ja, klar, die Kunai-Leiche. Wo ist denn der scheiß Bogenschütze? Ach, da kommen ja noch drei hinter mir. Ist ja... Ich hab's immer alle von dir weggelockt. Kommst du nie ran an den blöden Bogi, ne? Nicht so richtig.
wichtig, aber ich habe, glaube ich, gerade eine Kuh gefunden. Das ist schön. Und die ist mir eigentlich gerade wichtiger als der andere Mist. Erreiche den nächsten Abschnitt, da kann ich dich nämlich wieder dazu holen. Ich versuche mich mal jetzt hier drum rum zu wurschteln und töte mal niemanden großartig. Den haben sie gesehen hier. Hm. Warum sind sie? Vorsicht. 1, 2, 3. Ach, es war dann klar. Also in der Höhle hinten ist er drinne. Ja, ist gut. Steckst du da, wo ich vorhin auch gesteckt habe? Ich hab den Bogenschützen weggemacht. Ach, wieso komme ich denn da jetzt nicht? So, der andere Bogenschütze ist auch weg da oben. Bist denn du schon wieder tot? Ich weiß es nicht, ich hab... Das ist der Hunger, Kroko. Wahrscheinlich. Darüber muss ich. Nein. Doch, doch. Ich wollte da nicht runterrutschen. Ich wollte nur mal gucken, solange ich noch Zeit habe, ob ich irgendwo von da rüber kann. Okay, jetzt nochmal Konzentration. Den Bogenschützen kriegen wir mit die Kunais weg. Ich mach das. Und die Bogenschützen habe ich... Ja, die müssen aber auch weg. Die haben mich vor uns nämlich genervt. So, den Typen mache ich hier auch jetzt weg. Jetzt bin ich gleich tot, weil der wieder zu lange braucht mit seinem Scheiß. Und der Kroko ist schon wieder tot. Warum nur? Weil da fünf Leute auf mich zurennen? Weil der Alarm ausgelöst wurde. Hier unten sind sie aber noch alle ein bisschen ruhig, ne? Die rennen alle da oben rum, wo wir hin müssen. So. Ich würde gern zu dem Haus. So, wo gurken die hier überall rum? Da hoch muss ich, ne? Ich vermute mal. Ich weiß es nicht. Da oben war doch das Dings. Ach, okay. Oh! Was? Nein! Was war das denn bitte? Oh Gott, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot. Ich renne mir hier hinter. Porte dich doch! Ach du, ich hab kein Dings mehr. Nur Schattenkraft wird das immer schwieriger mit dem Board. Oh Gott, hast du das gesehen? Das war schön. Ich bin ja da voll in dem Maß, aber die dürften jetzt eigentlich alle nicht mehr da oben sein. Die wuseln hier aber alle fröhlich rum. Das ist... Run! Lacker, ey. Lauf! Wo lang?
Hier lang. Gibt's hier keinen Schrein, Mann? Scheinbar nicht. Ich dachte, ich kann dich jetzt hier wiederholen. Was? Ach, hier ist ja nur einer. Lalala. Erreiche den nächsten Abschnitt. Oh, guck mal! Ich bin wieder da. Schnell auf. Du bist wieder da. Okay. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, muss ich mich aufladen? Ne. Ich weiß es gerade nicht. Kommt man da hoch? Könnte man schon, bringt man nichts. Bring mal die zwei Bogenschützen um. Immer nach oben. Er hat die Leiche gefunden, der eine Bogi. Oder der eine Bogi-Leiche wurde gefunden. Lauf. Oh, verdammt. Gut, einer kommt hier hinter, den hole ich mir jetzt gleich. So. Den Bogi hier oben mache ich weg. Ich auch. Okay. Den hätte ich jetzt, naja. Was ist denn, wenn wir einfach gleich hier hochgehen? Hätte ich jetzt auch getan. Oh nein, ich bin runtergefallen. So. Wieso kommen die jetzt ausgerechnet hier in die Rand? Ja, das ist. Oh, das ist. Ja, na gut. Ich glaube, wir sollten dann auch bald ein Folgenpäuschen machen. Wie viel sind wir? Wir sind jetzt bei 19 Minuten. Hm. Ja, komm. Einen Versuch machen wir noch. Mal gucken, wie weit mein Markieren reicht. Schon wieder ein Alarm. Ja, ich bin schon wieder tot. Nee, das ist jetzt. Ich habe Hunger und bin unkonzentriert. Ist wirklich so. Dann sollten wir hier ein Folgenpäuschen machen. Wir sollten jetzt hier ein Folgenpäuschen machen, definitiv, müssen wir, weil das hat sonst so keinen Sinn. Müssen wir zwar dann wieder hin oder spielen? Nee, alles gut, klären wir gleich. Na gut, okay. Wir danken trotzdem fürs Zuschauen und ich bringe mich auch mal um. So, genau. Damit wir hier vorne wieder anfangen. Gleichberechtigung für alle. So sieht's aus. Obwohl, da müsstest du noch ein paar Mal. Na egal.
Egal. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.